Lebensretter! Behalte deinen Felsenhüpfhaken. Keine Zeit, ich suche nach jemanden. Wen? Jabba. Ich glaube, das war vor einer Weile. Er hat mit Tochtli gespielt. Die beiden sind unzertrennlich. Sie sind in nordwestliche Richtung abgezogen und ich habe sie noch ausgeschimpft, weil sie nicht rennen sollten. Hab sie danach nicht mehr gesehen. Tut mir leid. Du sollst mit seiner Mutter reden. Sie kennt das Mädchen. Vielleicht kannst du ihn finden, wenn du sie findest. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich einen von den beiden sehe. Okay. Mit welcher Mutti? Mit Mutti hier? Hast du mit Lebensretter geredet? Wir brauchen ihn, um Jabba zu finden. Er sagte, dass ihn mit Tochtli spielen gesehen hat. Und das war's? Wie soll mich das bitte schön beruhigen? Sie könnten beide in Gefahr sein. Such bitte Tochtli. Sie ist die Letzte, die meinen Sohn gesehen hat. Sie ist im selben Alter, mit dem gleichen Pulli in Rot. Sie haben sich beide den gleichen Pulli gewünscht. Und dafür müssen wir nach oben. Und dafür muss ich hier nach unten. Lustig. Ein Machtbeleber mit 100% Ausdauer wiederbelebt. Tonikums sind immer gut. Sind so gerne gesehen. Sind cool. Und ein Beleber ist auch immer gerne gesehen. Dann können wir jetzt hier rüber. Wir machen schon ohne Netz, ne? Weil wir nämlich knallhart sind. Und wenn man knallhart ist, macht man ohne Netz. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wo wir hier hinkommen. Aber im Endeffekt laufen wir hier nur ein Kreisding. Und wir ziehen uns mal ganz da rüber. Hallo. Natürlich. Sieh her, ein Denizianer. Das stimmt, Valentina. Na klar tut es das. Hey du, wie wär's mit einem Temtem-Kampf? Kann ich auch Nein sagen? Nein? Gut gesagt, Valentina. Darf ich Nein sagen? Man darf nie Nein sagen, ne? Du wirst immer dazu genötigt zu kämpfen. Obwohl Nein und so. Finde ich echt fies. Finde ich fies. Kann ich gut heißen, sowas. Wobei die schon ganz schöne Kravenzas hier haben. Aber im Endeffekt sind wir auch ganz schöne Kravenzas. Wir können denen genauso wehtun. Wahnsinns-Buff! Eigentlich ganz nice, die Technik, ne? Oh, er ist tot. Dankeschön, Christinas Level Up. Und das Ding ist auch weg. Eigentlich ist Wahnsinns-Buff echt nice. Wenn man das Leben halt, ne? Hurra, noch mehr Level Up. Level 40 und Level 22. Verflixt, du bist echt gut. Ja, das ist er, Valentina. Hey du, wenn du kurz Zeit hast, dann lass uns quatschen. Offensichtlich kennst du dich mit Temtem aus. Vielleicht kannst du uns ja helfen. Du bist genau die Person, die wir gerade brauchen. Du bist fähig im Temtem-Bending und niemand in Tukma kennt dich. Ja, ich glaube, wir haben da einen Job für dich. Gut gesagt, Valentina. Worum geht's? Also, zunächst einmal, mein Name ist Valentina. Ich bin Doktorand in Urbury. Mein Betreuer ist Professor Victor, der berühmte Temtemnist. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso. Also, kannst du mir vielleicht mit meiner Doktorarbeit helfen? Ich sollte eigentlich Feldarbeit hier in Tukma betreiben, aber bislang hatte ich einfach kein Glück. Meine Doktorarbeit geht um altertümlichen Kult, die Temtem verehren. Ich konnte bereits mit den Mönchen in den Hügeln von Chipank... Da kommt ein Haken. Chipanku reden. Aber hier in Tukma komme ich einfach nicht weiter. Man könnte sagen, ich renne vor einer Wand aus Kristall. Temtem-Verehrung? Ja, unsere Ahnen verehrten mächtige Temtem. Und an manchen Orten des Archipels gibt es diese Kulte noch immer. Komm schon, du bist Denizianer. Du hast doch bestimmt schon von der Meereskönigin gehört. Was ist das Problem? Ich habe also Anzeichen eines solchen Kultes hier in Tukma gefunden. Der ist nicht unbedingt uralt. Fühlt sich eher so an, als wäre er wiederbelebt worden. Meinen Quellen zufolge nennen sie sich die Bruderschaft des Splitters. Aber ich konnte diese Sekte einfach nicht finden. Wenn ich sie nicht persönlich befragen kann, bringt mir das überhaupt nichts.
Damit brauche ich also Hilfe. Den Kult finden. Genau. Ich weiß nur, dass sie ziemlich heimlich-tuerisch und sogar ein wenig paranoid sind. Ich brauche jemanden, der mit Temtem, insbesondere mit Kristall-Temtem, umgehen kann, um sie zu finden und sie zu infiltrieren. Bist du dabei? Okay. Exzellent. Ich brauche aber vollständige Informationen, weißt du? Es ist nicht genug, sie zu finden. Du musst die Sekte infiltrieren, in ihr innerstes Sanktum gelangen, den Anführer ausfindig machen. Ich werde ihn in den Hintern treten. Warum reden alle Bändiger nur so? Ich trete ihn in den Hintern, bla bla bla. Was ist so toll daran, Gesäßbacken mit den Füßen zu tangieren? Schon mal gemacht? Ist geil. Finde den Kristallkult. Dafür brauchen wir, glaube ich, Kristall-Temtems, ne? Oh Gott. Naja, müssen wir uns hier irgendwelche fangen. Da bist du ja wieder. Hast du den Kult gefunden? Wo könnten sie denn sein? Etliche Hinweise deuten auf die Ostseite der verdorrten Ödlande. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, die finden wir bestimmt irgendwann. Jetzt müssen wir erstmal das Bengelchen finden. Hi. Hi. Tochtli. Kennst du einen Jungen namens Jabba? Meine Mama hat mir gesagt, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Dein Freund ist vielleicht in Gefahr. Na. Wenn du mit mir reden willst, müssen wir erst kämpfen. Sollte sie nicht so einen Pullover in Rot tragen? Sie trägt ihn in Blau. Warum hat sie so fette Temtems? Was ist los mit der? Das ist mir aber ein bisschen unangenehm. Mit deinen fetten Temtems. Wobei Myx ja cool ist, ne? Ich finde Myx cool. Ah, oh, überlebte auch noch. Ja, überlebte auch noch. Oh, Steinkugel. Lernst du das auch irgendwann? Das wäre super. Das wäre super, wenn du das auch irgendwann lernst. Sind wir mal ehrlich. Das war nämlich eigentlich eine ziemlich starke, coole Attacke. Hat jetzt auch nicht so viel Ausdauer gekostet. Lernt er bestimmt auch noch als Level 44. Wir sind Level 40, kommt bestimmt auch noch. Du solltest dich mit Leuten in deinem Alter anlegen. Hey, du muckst doch auf, Alte. Hallo, Bändiger. Kennst du einen Jungen namens Jabba? Ja. Ich suche Jabba. Ich auch. Wir haben vor kurzem zusammen gespielt. Das war ein Wettlauf, um zu sehen, wer diese Felsen zuerst erreicht. Ich war in Führung und dann habe ich zurückgeschaut, wo die Trantüte bleibt. Und er war nicht mehr da. Puff, als wäre er verschwunden. Was hast du nicht gesehen? Ich habe nach vorne geschaut, habe aufgepasst, wo ich hintrete und dass ich beim Felsenhüpfhaken nicht verliere. So wie die Lehrer es einem beibringen. Beim Felsenhüpfen muss man echt vorsichtig sein. Du kannst nicht hüpfen, wenn du nicht aufpasst. Hey, was mache ich denn jetzt nur? Du solltest zu Lia Bescheid sagen. Sie ist bestimmt außer Sorge vor sich. Demnächst. Warte mal, kamen wir jetzt von? Nee, von da kamen wir nicht. Da können wir uns nämlich heilen. Ah, nee, da können wir uns gar nicht heilen. War hier nicht ein Quest drinne? Hier war doch irgendwas drinne, was uns total verwirrt hatte. Willkommen in Steinspringer Club. Netter Ort. Danke. Ja, es hat eine Weile gedauert, ihn aufzubauen, aber er ist ein guter Ort, um sich auszuruhen, ohne direkt nach Quetzal reisen zu müssen. Wie finanziert ihr euch? Mitglieder, die sich's leisten können, zahlen einen Beitrag. Die Schmiede und die Bergbaugilde sind immer großzügig, da die meisten ihrer Kinder hier viel Zeit verbringen. Das Dojo hat früher auch geholfen, aber ich schätze, ich hätte nicht mit der Dojo-Meisterin über Temtem-Rechte streiten sollen. Nun ja, noch eine Frage. Lass uns Temtemnologie debattieren. Nein! Komm schon, bitte. Nein. Oh Mann, ey. Wir sind eine fantastische Felsenhüpfer. Scherz. Wir sind wirkliche Enthusiasten des Felsenshüpfens. Aber hauptsächlich bilden wir neue Hüpfer aus, damit sie draußen sicher sind. Wir erkunden neue Hüpforte, hunderte Rettungshüpfer, heuern Rettungshüpfer an, installieren Sicherheitsnetze, so ein Scheiß halt. Ansonsten sind wir im Prinzip ein sozialer Club. Eine gesunde Alternative für Jugendliche, die nicht alle Temtem-Bändiger werden müssen. Stört dich am Bändigen. Was falsch daran ist, Lebewesen aus ihrer natürlichen Umgebung zu reißen, sie in Zeilen digitalen Codes zu verwandeln, darin gefangen zu halten und sie nur zu befreien, um sie sich gleichzeitig zerfleischen zu lassen?
Ich schätze, du fändest es auch toll, so behandelt zu werden, wa? Du klingst wie einer dieser Freitem-Typen. Ich war Vizepräsidentin der Abteilung in Kisifa für gut 10 Jahre. Ich unterstütze den Weg nicht, den sie in der letzten Zeit eingeschlagen haben, aber im Großen und Ganzen meinen es die Leute gut. So ist es aber nicht. Hör zu, ich habe schon alles gehört. Die Argumente, die Gegenargumente, jeden einzelnen Punkt. Ich war ein begeisterter Bändiger in deinem Alter. Du wirst es mit der Zeit merken. Oder eben nicht. Tut mir leid, ich muss los. Frohes Hüpfen. Oh. Tag, ihr Partner. Wer bist du? Sie nennen mich Zaujo. Die Nase, weil ich der beste Spurensucher in ganz Tukma bin. Auch wenn das ziemlich weit hergeholt ist, weil Petrin die meiste Arbeit macht. Ich bin nur das menschliche Gehirn hinter der Operation. Was suchst du denn normalerweise? Alles Mögliche. Aber vor allem verlorene Temps oder wilde Gift-Temtem aus dem Xolot-Reservoir. Es ist ganz natürlich, ein Auge auf ihren Wachstum zu halten. Es ist eine kleine Insel mit einem sehr empfindlichen Ökosystem. Bist du auf den Kampf? Nein. Meine Temtem sind mein Partner und Freunde. Ich nutze sie nur für Spurensuche und für die Arbeit. Ich lasse sie niemals kämpfen. Bist du auf dem Kampf? Nein. Oh, dann sehen wir uns halt. Frohes Hüpfen, Partner. Hier war doch irgendwo so eine Aufgabe, die mich verwirrt hatte. Ja, das ist nicht schwer, aber... Wo man immer die richtige Antwort geben musste, so in verschiedenen Dings das... Ich glaube, so kamen wir zurück, ne? Ja. Hast du ihn gefunden? Ich habe das Mädchen gefunden. Oh, bei der Pan-Sonne. Sie ist nicht bei Wartungsarbeiterin? Hast du irgendwas über ihn gesagt? Hat sie irgendwas über ihn gesagt? Weil wer ist Wartungsarbeiterin? Nur, dass er nach Südwesten gegangen ist? Nur, dass er nach Südosten gegangen ist? Verdammt! Was hatten sie jetzt gesagt? Das da? Das hilft nicht wirklich. Kupililatza ist voller Verstecke und Abzweigungen und Abhängen und Schluchten. Oh weh! Ich habe gehört, dass sie gerade ein professioneller Temtem-Sucher hier herumtreibt. Wenn ich irgendjemand meinen Sohn findet, dann... Denn er. Wo kann ich diesen Sucher finden? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er ist irgendwo hier in Kupililatza. Aber ich kann gerade nicht klar denken. Frag ihn aber einfach. Ich kann deinen Sohn selbst suchen. Du konntest ihn jetzt nicht finden und wir reden hier von meinem Sohn bei Endaria. Kannst du dein Ego nicht kurz mal beiseite schieben? Finde den Sucher und lass ihn meinen Sohn aufspüren. Ich bitte dich. Okay. Mein Gott, ist die zickig, Alter. Kaum ist der Sohn weg, ey. Aber jetzt mal ernsthaft, wer ist Wartungsarbeiter? Warte mal, jetzt da hoch, ne? Ja. Ein bisschen verwirrend hier. Zumindest für mich. Mich macht's fertig. Hey, mal wieder ein Kampf. Sowieso durch die erste Attacke gleich weg. Aber die müssen wir hier noch alle mal fangen. Wir müssen uns ein ganzes Team von denen zusammenstellen und dann müssen wir hinten kämpfen. Bei den Splittern. Ich weiß nämlich, wo sie sind und naja, das ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach. So, da müssten wir, glaube ich, jetzt hier hin. Weil wir nämlich mit diesem komischen Spürhund da reden müssen. Hi. Tag, Partner. Ich brauche einen guten Spurensucher. Dann such nicht weiter. Ich stehe zur Verfügung. Jabba ist in Kupililatza verschwunden. Ich habe Zulia schon 1000 Mal gesagt, dass sie besser auf ihr Kind aufpassen soll. Naja. Auf meinem Weg hierher habe ich kleine Fußspuren gesehen, die von einem Kind stammen könnten. Es waren 2 Paar davon zu sehen. Was bedeutet das ein Kreis... Oh, ist es das? War es das gewesen? Verdammt! Was bedeutet, dass er im Kreis gelaufen sein muss? Das denke ich nicht. Sie hatten unterschiedliche Spannweite und eins davon ist Richtung Süden davongelaufen, wo ein neues Fußspurenpaar auftauchte. Nicht weniger als 4 Paare, ganz rund, eines nach dem anderen. Ein Hidodi? Das ist eine Möglichkeit. Jedenfalls bin ich ihnen bis zu dem großen Felsen im Süden gefolgt, wo ich tiefe, dünne Rinnen im Boden gefunden habe. Jemand hat versucht, dort ans Land zu flügen. Ein Mundrit? Aber diese Spur hörte plötzlich auf und wurde zu 2 Paaren schwerer Stiefel ersetzt. Und dann ging die Spur nach Südwesten. Cosplayer!
Banditen von der Oberfläche. Wer auch immer sie waren, sie scheinen sehr schnell nach Südosten und dann nach Osten zu gehen. Oh Gott, ich bin jetzt schon völlig verwirrt. Da? Hör zu, Partner. Wenn dem so wäre, wäre der Kleine mittlerweile wieder aufgetaucht. Ich denke, wir haben etwas falsch gemacht. Lass uns die Fakten nochmal betrachten. Oh Gott, ich hasse es. Nein, ich hasse es. Es steht in den Kommentaren von dem alten Video, wie die Lösung ist, aber ne? Ich weiß es nicht mehr. Ein Kind ist verschwunden. Das hilft uns nicht viel. Solange wir ihn nicht sehen. Lass uns mal nachdenken. Auf dem Weg hierher haben wir kleine Fußspuren gesehen. Das müsste er und Tochtli gewesen sein. Das würde es erklären, ja. Einer der Spuren verlief Richtung Süden, wo ein neues Paar Fußspuren auftauchte. Nicht weniger als 4 Paare, ganz rund, eins nach den anderen. Das hier. Es ist eine Möglichkeit. Jedenfalls bin ich ihn bis zum großen Felsen, wo tiefe Spuren sind. Ein Pharao macht ja keine Spuren, fliegt ja. Und jemand hat versucht, das Land zu flügen, klingt irgendwie dämlich. Ein Mudrid. Aber dieser hörte sich auf und schwere Stiefel. Bandit, ich glaube Bandit. Ich bin immer noch das der Meinung. Der Zupartner. Verdammt! Ah, Mann, ich hasse das. Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich hasse es. Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich würde es erklären. Das ist eine Möglichkeit. Jemand hat versucht, das Land zu flügen. Ah, oh, der sagt da wirklich. Er sagt immer zu. Wachen? Wer auch immer sie waren, sie schienen sehr schnell. Kisi war. Hör zu, Partner, wenn das so wie. Scheiße! Kacke, ich weiß es nicht mehr. Oh, Mann. Wartet mal, ich mach mal ganz kurz auf. Das werde ich ja bestimmt gleich sehen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. So, jetzt aber. Ich brauche Spuren. Mal sehen, ob das funktioniert. Jabba ist verschwunden. Es sah alles ganz gut aus. Das müsste Tochti gewesen sein. Ein Hidobi. Ja. Ein Mudrid. Ja. Banditen von der Oberfläche. Und Felsvorsprung. Hör zu, Partner. Wenn du recht hast, könnte der Junge in Lebensgefahr sein. Die Oberflächenbanditen sind selten so mutig, dass sie Kinder in Kupilelezza gefangen nehmen. Aber ich würde es ihnen zutrauen. Wenn sie sind wohl durch eine Untergrundpassage unter dem See gegangen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Geh direkt zum östlichen Ende von Kupilelezza. Wenn du schnell bist, könntest du sie noch erwischen. Ja, wir haben es gefunden. Danke an Patrick damals. Also wirklich ganz damals. Wo soll ich hin? Dahin. Also wirklich ganz, ganz, ganz damals hat er das nämlich geschrieben. Ganz ehrlich, ich nutze mal ganz kurz eine Rauchgranate. Granate. Dann können wir uns kurz heilen und dann sind wir auch viel schneller wieder da. Und dann irgendwo da ganz unten. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Wir haben auch kein einziges Kristall-Temtem dabei, ne? Fühlt nachher die Splitter-Aufgabe da. Da müssen wir wirklich alles fangen, was wir finden. Hurra! Entwicklung? Ich glaube noch nicht. Ah, Mann. Ich will eigentlich den dicken haben. So, rüber. Und hier ganz nach rechts. Oh Gott, ich muss niesen. Oh, warte, Konzentration, dass ich nicht niese. So, dafür bekommen wir bestimmt ein nettes Lösegeld. Pass auf, da kommt jemand. Du da, verschwinde von hier, du Grubenwurm. Das hier geht dich nichts an. Jabba, bist du verletzt? Dem Kleinen geht's gut, Grubenwurm. Aber warte erst, bis ich mit dir fertig bin. Ja, mach mich fertig. Die da bräuchten wir zum Beispiel. Aber sind wir mal ehrlich, die habe ich ja auch eigentlich freigelassen, die wir geschenkt bekommen haben. Naja, was soll's. Ja, ist auch nicht so schlimm.
Wir finden ja schon welche. Ist ja nur einmal ganz kurz da durchhödeln. Bei unserem Skillpunkt ist es natürlich, ne? Easy. Ich hasse Spiegel. Das macht uns immer so viel Schaden. Dankeschön. Azurok. Nochmal. Also wirklich. Fällt mir nur ein. Zack, Ende. Verdammt! Danke fürs Geld. Los, lass das Kind zurück und komm. Vielen Dank. Geht's dir gut? Mir geht's gut, ich hab nur Angst. Ich werde zu Mama gehen, wir sehen uns dort. Warum können sich alle immer teleportieren? Das macht einen immer ein bisschen fertig, dass sich alle teleportieren können.